Also, was mich total, das ist irgendwie so ein Tag so, ein Tag so, zwei Tage so, ein Tag so. Das ist total komisch, aber ich gebe nicht auf. Also, ich weiß, dass meine Hand nicht Jasmin ist und dass mein Fuß auch nicht Jasmin ist und dass das einfach nur mein materieller Körper ist, ja, hier in dieser materiellen Welt, den ich ja brauche, um mir dessen bewusst zu werden, dass ich eben nicht daraus bestehe, ja. Also, dass das nicht ich bin. Ja. Ich möchte mich jetzt auch nicht damit identifizieren, dass ich sage, ich bin mein Gehirn. Das weiß ich auch, aber dieser Beobachter, ja, dieses Ich, dieses Sein, dieses Unbeschreibliche, wo da drin sitzt in mir, ich kann es jetzt nur so sagen, weil es für mich so schlüssig ist. Und ich sehe die Welt, ja, da draußen, diese materielle Welt. Ich sehe alles, aber ich kann es mir nicht übergehen lassen, dass ich das verstehe, was es heißt, dass es nur ein Film ist, was ich sehe. Ich meine, ich sehe doch jetzt den Heizkörper da, der direkt vor mir ist. Und wenn ich ihn anfasse, dann fühle ich ihn doch auch. Ja, Also, wie und kann man wer das macht andere diese Bild sehen? Wahrnehmung? Wer macht diese Wahrnehmung? Du kannst jetzt was sehen oder du kannst was hören oder was riechen oder was schmecken, aber beobachte mal genau den Vorgang, der da in dein, auf deinem Display abläuft. Es ist so simpel, was ich jetzt sage, dass das ist zu offensichtlich für dich, als dass du das jetzt wahrnehmen kannst, wie ich es meine. Weil ich meine es viel einfacher, als du jetzt denkst. Ich will dir einfach nur sagen, es gibt die Dinge, die man empfinden kann. Und da muss es ja noch ein zweites geben, was diese Dinge sieht. Und das, was diese Dinge sieht, das ist nicht da. Nur die Dinge sind da, aber das, was die Dinge sieht, ist nicht da. Es hat keine Existenz. Existere herausstehen. Es steht nicht raus. Sondern die Dinge, die du wahrnimmst, stehen heraus. Der Geruch hat Existenz, der steht heraus. Und zwar von dir, der das wahrnimmt. Du bist Ja, wirklich aber ich absolut brauche ja nicht formlos. etwas, um das wahrzunehmen. Also ich rieche es, ja, und der, wo es dann wahrnimmt, ist der Beobachter. Das Ding, der Geruch an sich, der kann ja nicht existieren, ohne dass er wahrgenommen wird. Ja. Und der, der es wahrnimmt, der die ganze Zeit dabei war, von Anfang an und jeden deiner Gerüche gerochen hat, jedes Ding gesehen hat, was Jasmin gesehen hat, all diese Dinge, der selbst Jasmin sieht, das bist du. Ich Guck mal, das ist doch verstehe es nicht. einfach. Du hörst jetzt verschiedene Worte von mir. Ja. Fakt ist, dass immer nur ein Wort in deiner Wahrnehmung ist. Du kannst nicht Ja. zwei Wörter gleichzeitig sehen. Ich tue mich so schwer, das zu behalten. Also. Das ist egal, behalt's nicht. Probier's auch gar nicht erst. Ich spiele dir nur ein Update rein. Das macht alles noch gar keinen Sinn für dich. Aber es kommt der Tag und dann macht's Peng und dann verstehst du alles rückwirkend, so wie es schon mal der Fall war. Ja, in mancher Hinsicht ist es schon so, aber jeder sagt immer, mach einfach gar nichts, das kommt von selber, aber irgendwo muss ich ja auch meinen Verstand einsetzen dafür. Also ich meine, ohne meinen Verstand wäre ich ja gar nicht erst auf die Idee gekommen. Du brauchst keinen Verstand, um zu erwachen. Du brauchst gar nichts, um zu erwachen. Du bist doch schon. Du bist es immer. Du kannst nicht was anderes sein als das, was ist. Ja. Nur der Film, den du jetzt siehst, der zeigt dir jetzt, dass du das nicht bist. Der zeigt dir jetzt, du bist Jasmin statt Ja, aber Gott. Aber das ist nur die Handlung des was ist Films. denn dann? Ich meine, nur das heißt nur, Warte mal, warte man mal. würde sich Stell ja nicht so viele eigentlich. Fragen auf einmal. Wir müssen eins nach dem anderen vorgehen, weil ich muss Ja. riesige Wege ausholen, um überhaupt eine einzige Frage zu beantworten. Entschuldigung. Also, nochmal zurück zum Film. Du kannst immer nur ein Wort wahrnehmen. Sobald das nächste Wort in deiner Wahrnehmung ist, ist ja das erste weg. Das heißt, und so ist es ja mit allem, ob das ein Geruch ist, ein Gegenstand, ein Gefühl, ein Gedanke, eine Emotion, egal was es ist, das in der Wahrnehmung auftaucht. Du siehst Wir jede sehen das Form alles. kommen und gehen, aber du bist doch bleibend. Das muss dir auffallen, dass du doch irgendein Aspekt ist, den du gerade außen vor lässt, weil er zu offensichtlich ist,
der ja die ganze Zeit anwesend sein muss, nein, damit nein, ein Ton überhaupt kommen und gehen kann. Also ich, ja, da stimmt dann irgendwas nicht, dass ich das einfach nicht schneide. Du sollst es ja nicht verstehen, du probierst es zu verstehen, aber ich sag, guck mal hin. Ja, wie kann man es denn dann sonst verstehen? Es ist nicht zu verstehen. Du kannst das Verstehen abhaken. Ich habe das jetzt schon so oft gelesen, ich habe es schon so oft gehört. In jeder Weisheit, in jeder Lehre, in jeder Religion, in jedem Brauch höre ich immer nur, schau das an, wo, beobachte, wer das sieht oder höre es nicht, sondern pass auf, wer es hört. Oder ja. Ich kapiere es einfach nicht. Ich kapiere es nicht. Höre hin ist dasselbe wie sei still. Ich kapiere es nicht, nein. Ich habe echt voll das Brett im Kopf drin. Verabschiede dich mal von dem Gedanken, dass es da irgendwas gibt, was du verstehen könntest. Es geht hier um Sein. Wenn du Gott erreichen willst, musst du Gott sein. Und nicht Gott verstehen. Dann wärst du ja getrennt von ihm. Wenn da einer ist, den du von hier aus verstehen könntest. Du musst ihn sein. Da bringt dir Verstehen nichts. Das musst du abhaken. Weißt du, als ich meinem Meister begegnet bin, das war zuerst in Schriftform. Ich hatte da noch gar keinen Menschen als ausgestalteter Mensch. Das gab es da noch gar nicht. Da waren es zuerst nur Buchstaben. Als ich dann aber in die Lehre eingetreten bin, habe ich sehr schnell schon nach den ersten Seiten gemerkt, du musst hier nochmal vollkommen von vorne anfangen. Und egal wie wichtig dir das war, was du da vorher aufgebaut hast, und dasselbe sage ich jetzt zu dir, weil du auch enorm viel studiert hast über die Welt und einen cleveren Blick hast, diese Dinge zu kombinieren und auch verstehen zu können und so weiter. Aber jetzt beginnt was Neues und jetzt rufe ich dich dazu auf, lass nochmal alles fallen und fang mit mir von Null an, weil alles andere, was du jetzt gelernt hast, hat nichts mit dem zu tun, worum es hier jetzt geht. Und trotzdem wirst du nach vielen Monaten feststellen, dass alles, was du vorher gelernt hast, sich doch dort einfügen wird. Mhm. Weil hier geht es jetzt darum, dass wir alles, was es gibt, zusammenfassen in eine absolute Wahrheit. Und die ist nicht verstehbar, vertrau mir, du kannst sie nicht verstehen. Das ist ein anderer Weg, den wir hier gehen. Ich kann sie nur wahrnehmen. Du kannst sie nur sein. Du kannst die Wahrheit nicht wahrnehmen, weil die Wahrheit das ist, was jetzt diesen Film wahrnimmt. Das ist die Wahrheit, so wie Hoheit. Das ist ein Wesen, diese Wahrheit. Was ist es denn dann, was du hast? Also, wie ich das. Ich bin diese Wahrheit, ich spreche jetzt zu dir. Ich bin ja in diesem Film, aber diese Stimme ist nicht die Wahrheit, sondern die Stimme ist der Abdruck der Wahrheit. Du bist die Wahrheit, die diese Stimme jetzt wahrnimmt und erzeugt. Und ich, diese Wahrheit, spreche jetzt zu dir. Ich bin du, ich bin in dir drin. Das ist mir zu viel. Noch? Ich möchte so gern verstehen, aber ich kann es nicht. Und dann sagst du mir, ich brauche es auch gar nicht verstehen, weil ich es verstehen will, umso weniger verstehe ich es oder umso weniger. Geh mal vom Verstehen weg und sei einfach ein bisschen fasziniert von dem Phänomen Wahrnehmung selbst. Glaube nicht, dass du hier auf irgendwas finden kannst, was nicht vorher schon da war. Ja, ja. Du bist wahrnehmender Geist und du und in dir nimmst du Formen wahr. Und die teilen sich auf in 7 Dimensionen. Das sind 5 Sinne und Gedanken und Emotionen. Weißt du, was so krass ist? Du redest mit mir, aber ich verstehe überhaupt nichts davon. Ja, das ist mir aber bewusst. Ich habe es ja auch gesagt, du musst nur zuhören. Ich spiele hier ein Update ein. Weil ich bin bereits du, der Christusgeist, der sich jetzt gerade in deiner Wahrnehmung entfaltet. So ist es nun mal am Anfang. So hört sich das am Anfang an. Und es klingt alles nach Hieroglyphen. Also ich höre so interessiert zu und so begeistert. Und ich versuche jedes einzelne Wort zu greifen und zusammenzufügen. Aber je mehr ich das versuche, umso mehr zerfällt das Ganze. Also das ist aber natürlich. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich will dich verwirren und du merkst, es gibt Erkenntnismomente und dann fängt es aber wieder an abzuflachen. Und dann hast du das Gefühl, ich verstehe überhaupt nichts mehr.
Und dann geht es wieder von vorne los. Und glaub mir, auch Jan macht all das durch. Auch auf meinem Film sind diese Zerrüttelungen noch, wo ich manchmal in Phasen bin, das kannst du gar nicht fassen, was ich da alles erklären kann. Ich habe letztens mich dabei erwischt, wie ich sogar Chinesisch in meine Erklärung mit reingenommen habe. Es sind vollkommen klare Momente und dann dreht sich so ganz langsam der Wind wieder, das vollzieht sich immer in mehreren Tagen und dann bin ich wieder im Tief. Dann macht überhaupt nichts mehr Sinn, was ich rede. Und dann passt irgendwie auch nichts mehr zusammen und so weiter. Und dann, das wissen aber die Leute schon, die mit mir schon länger Gespräche führen, die sagen, ich sag dann auch immer, das ist jetzt wieder das Tief, das anrollt, wo das total verwirrend ist, wo gar nichts mehr Sinn ergibt. Und dann weiß ich immer schon, freue ich mich immer schon, weil es dann irgendwann wieder aufplatzt in die Klarheit. Und diese Wellenform der Entwicklung, so wird es immer sein. Dass es einem gut geht, ist nicht besser, als dass es einem schlecht geht. Es ist beides dasselbe. Es ist Ausdruck dieser Sinuskurve vor dir. Aber dennoch wirst du am Tag, wo es dann Klick macht, es wird viele dieser Tage geben, aber an dem Tag, wo es Klick macht, ist es genauso, wie es beim letzten Mal war. Wo du dann auf einmal irgendwas siehst, was überhaupt belanglos ist, und auf einmal sagst du, ah, jetzt verstehe ich 50% von dem, was du vorher gelabert hast, obwohl ich vorher gar nichts verstanden habe. Das heißt, du verstehst erst rückwirkend. Mein Meister sagt immer, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Das ist die Formel für das Ding hier. Die Sicht auf die Dinge, die sich verändert. Ja, also angenommen vor 2 Jahren hätte ich nicht mal gewusst, was das jemand mit dem Sein meint oder mit erkenne dich selbst. Und jetzt, wenn ich das höre, dann kann ich da natürlich schon was damit anfangen. Dann verstehe ich auch viele andere Dinge, die ich höre. Ja, klar, aber vor 2 Jahren hätte ich gedacht, komm, jetzt gebt mir doch alle mal, steigt mir auf den Buckel mit eurem Sein. Ja, und jetzt ist es schon so, ich möchte so gern weiterkommen, aber ich merke irgendwie, dass gar nichts weitergeht. Und dann sagst du, ich brauche doch gar nichts weitergehen und du brauchst doch gar nichts verstehen. Es ist alles in bester Ordnung. Es ist alles seit jeher genauso, wie es sein soll. Die Schöpfung ist immer in Perfektion. Das ist Fakt. Deswegen, du wirst nichts entdecken in dem Moment, wo du erwachst. Du wirst nur entdecken, dass es all die Zeit immer vollendet war, was du hier erschaffst. Aber du musstest dich dorthin entwickeln. Das ist wie wenn einer träumt und im Traum wird erst der Träumer erschaffen, der den Traum träumt. Ich meine, letztendlich erwacht alles mit dir, dann ist es zu Ende. Das heißt, du bist jetzt im letzten Stadium des Universums und du kannst dir ruhig Zeit lassen. Wir haben alle Zeit der Welt. Du bist nicht darauf angewiesen, dass du es schaffen musst, bevor der Körper von Jasmin stirbt oder so weiter. Der Glauben an diesen Körper, der wird sich auflösen. Und dann merkst du, dass du nicht angewiesen bist auf einen Körper, um zu leben. Du bist das Leben, in dem dieser Körper unter anderem auftaucht. Aber du siehst ja, dass er nicht ständig auftaucht. In deiner Wahrnehmung ist er immer nur ab und zu. Ja. Schon wenn du dich auf meine Stimme konzentrierst, ist er doch weg. Das ist, was ich meine mit beobachte mal wirklich deine Wahrnehmung. Was ist das Phänomen Wahrnehmung überhaupt? Es ist dasselbe wie ein Display. Wir können einfach in der Computersprache bleiben und ich sag dir, alles was Wahrnehmung ist, ist einfach nur jetzt gerade auf dem Display zu sehen. Mal ist es ein Körper, mal ein Duft, mal ein Gegenstand, aber nichts ist da konstant, was du siehst. Nur der Beobachter ist konstant. Warum das alles so kompliziert sein muss. Das sind nur die Gedanken, der Film, der jetzt zeigt, dass es kompliziert ist. Das ist jetzt die Handlung des Films. Und deswegen glaubst du jetzt, weil es ja nichts anderes gibt als den Film, dass das Ding hier kompliziert wäre. Aber es wird Ist einfacher. total gegenteilig von dem, was man bis jetzt, was man so. Warum muss jetzt zuerst in die komplett entgegengesetzte Richtung laufen und dann irgendwann wacht man auf und will es irgendwie begreifen und verstehen?
Ich weiß nicht. Da muss man eigentlich von Anfang an auf die Welt kommen und damit irgendwo Naturvölkern groß werden, dass man so eine Verbundenheit spürt. Also du musst mit mir echt noch auf einem ganz anderen Level arbeiten oder wir müssen uns noch ganz anders unterhalten. Es ist immer dasselbe Level. Ich werde auch in 5 Jahren immer noch auf denselben Punkt zeigen. Das ist nur so schwer erreichbar für dich, weil du es für etwas Kompliziertes hältst. Das ist aber genau das Gegenteil. Von was ich hier spreche, ist die Extremform des Natürlichsten, was es jemals geben kann. Und das ist das Simpelste, was es jemals geben kann. Und weil es so unendlich simpel ist, fällt es dir so schwer. Ich rede klipp und klares Deutsch. Da gibt's auf der einen Seite die Welt und auf der anderen Seite das Nichts, was diese Welt sieht. Und dieses Nichts bist du und deswegen bist du viel gewaltiger als die Welt. Es ist auch nicht begreifbar, was Nichts ist. Ja, genau. Weil Nichts ist ja schon ein Geräusch. Und ein Geräusch erzeugt ein Bild in deinem Kopf, wie auch immer das aussehen mag, aber das Bild ist nicht nichts. Nichts kann ja nicht alleine auftauchen. Das Nichts ist immer in Verbindung mit der Welt da. Ja klar, es ist ja nur in dem Moment da, wo ich dran denke, aber dann ist es nicht mehr da, bis ich wieder dran denke. Aber ich kann es ja jederzeit denken, wenn ich will. Was wäre, wenn es jetzt draußen einfach explodiert? Dann sind all die Dinge über den Haufen. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du hier unabhängig vom Rest des Universums agieren könntest. Wie? Das habe ich nicht verstanden. Wenn du jetzt sagst, ja, ich kann mir aussuchen, was ich denke. Ich denke als nächstes dies und das. Und jetzt knallt es plötzlich irgendwie laut. Ja, dann ist die Rose weg und meine Aufmerksamkeit ist woanders. Ja, also bist du nicht alleiniger Bestimmer von dem, was du denkst. Das Gegenteil ist der Fall. Du bildest dir das ein, dass du das denken würdest. In Wahrheit ist da ein Gedanke auf deinem Display oder nicht. Aber was da für ein Gedanke als nächstes erscheint, suchst du dir doch nicht aus. Und wenn ja, wer soll das sein, der sich das aussucht? Wo ist der? Also glaubst du, dass Beobachtende nicht sucht sich aus, was ich denke. Was meinst du denn mit, was ich denke? Naja, was... Wer ist dieses ich? Was ich jetzt sage, was ich jetzt tue, was ich an... Ist selbst der Satz, was ich sage, ich denke jetzt an eine Blume. Ich weiß nicht, ich mache das so kirrig. Ja... Es ist die Verwirrung, die notwendig ist, weil es ist die Zersetzung deines Betriebssystems. Guck mal, du läufst auf dem DOS-Betriebssystem. Wenn ich dir jetzt von Windows erzähle, brauchst du doch nicht davon auszugehen, dass DOS irgendwas damit anfangen kann. Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Wenn du, also das musst du wirklich akzeptieren, dass Geduld eine enorm wichtige Sache ist, weil wenn es ein Wesen gibt, das die allergewaltigste Geduld im ganzen Universum aufbringen kann, dann ist es nur dieses Nichts, dieses Gott. Ja, das wäre immer war und immer ist und ja. Immer sein wird. Wenn du dich selbst für etwas hältst, das nicht geduldig ist, dann kannst du auch nicht Gott sein. Und deswegen ist Geduld diese Tugend, die es wirklich zu integrieren gibt. Weil du wirst alles auf diese Karte setzen, über kurz oder lang. Du wirst dich nur noch um deine Wahrnehmung kümmern. Nur noch verstehen wollen, was läuft da ab. Aber dazu musst du vollkommen passiv werden. Du musst hier nichts bestimmen. Ich kann dir das von Anfang an sagen. Das ist scheißegal, was mit Jasmin passiert. Und selbst wenn die sich vergiftet oder sonst irgendwas. Wenn alle ihre Kinder sterben. Das ist vollkommen irrelevant. Weil das ist nur ein Teil des Films und es geht nicht um den Inhalt, sondern der Film, den gibt's nur, damit der ihn anguckt, sich bewusst wird, wo der ist. Der Inhalt ist wirklich nicht relevant. Und Jasmin ist genauso irrelevant wie der Körper, den du vor 500 Jahren warst. Der spielt keine einzige Geige mehr.
der interessiert niemanden in diesem Universum, der Körper, der vor 500 Jahren war. Genauso wenig ist dieser Körper von Jasmin jetzt relevant. Also du musst dich nicht um irgendwas im Film kümmern, sondern dir gewahr werden, wer das sieht. Das ist ja so ausgetüftelt. Jedes Staubkörnchen, jedes Mini-Winzi und dann das riesendimensional große und das alles ist piepscheißegal. Absolut. Nein. Es gibt keine Größenverhältnisse. Das hast du alles definiert und dran geglaubt. Genauso wie du jetzt absolut felsenfest glaubst, dass da ein Raum vor dir ist. Obwohl jedes Wort darauf hinweist, dass es keinen Raum gibt. Strecke, das habe ich ja mal erklärt, Strecke zum Beispiel, ist ja das Gegenteil von einem Weg. Das ist ja was Gestrecktes, ein gestreckter Punkt ist eine Strecke. Oder Weg ist auch weg. Oder Distanz. Wenn ich zum Beispiel, ich kann Respekt haben oder ich kann Disrespekt haben. Du bist qualifiziert oder du bist disqualifiziert. Dis dreht also die nachfolgende Silbe ins Gegenteil. Wenn ich jetzt also von Distanz spreche, dann ist das das Gegenteil vom Tanz, das Gegenteil von Bewegung. Also egal welches Wort wir nehmen. Das ist schon krass, oder? Deswegen wird es auch wichtig sein, dass wir viel über Worte und Buchstaben sprechen, weil nun mal das der Code ist, auf dem das alles aufgebaut ist. Es gibt nur 27 Lautwesen, mit denen das alles hier vor dir erschaffen ist. So wie du nur mit 0 und 1 einen kompletten Film auf dein Display jagen kannst, obwohl auf der DVD nichts drauf ist. Das ist ganz still. Nur eine 0 und eine 1 im Wechsel. Also an und aus ist alles. Aus diesem An und Aus kannst du eine gewaltige Welt bauen. Mit 27 Lautwesen baust du diese gesamte Welt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und alles, was geworden ist, ist Wort. Kannst du dich an dein Leben erinnern, bevor du sprechen konntest? Klar, erzählen dir Figuren in deinem Traum, den du träumst, erzählen dir die Figuren natürlich, dass du vorher schon gelebt hast, dass du ein Baby warst und so. Aber der Fakt, den du doch mit deinen eigenen Augen hier und jetzt überprüfen kannst, ist, dass es nichts gibt, bevor es die Sprache nicht gab. Kann sein, dass du dich an die ersten Worte nicht erinnerst, aber die ersten Erinnerungen sind definitiv in einem Alter, wo es Sprache schon gab. Alles keine Zufälle. Jetzt ist mein kleiner Jakob wach. Ich möchte mich noch so gern unterhalten und weiterreden. Ja, ich bin ja hier. Du kannst ja jederzeit einfach anrufen. Das, weißt du, Ich versuche immer ganz viel einzubauen in meinem Alltag, ja, ist Alltag, schreckliches Wort. mit den beiden Kindern ist es so schwierig. Also ich sage nicht, es ist nicht unmöglich, also ich sage nur, es ist verdammt schwierig. Ich bräuchte so viel Zeit für mich allein, für mich selber. Nee, fang nicht an, in diese Richtung zu glauben. Ja. Ich kann dir versichern, wir müssen alle da durch und wir haben alle diese Prüfungen vor allem in unseren Alltag zu transportieren. Das ist für uns alle das Schwierige, auch für Jan. Aber es geht nicht darum, dass du den Film dementsprechend veränderst, dass dir das leichter fällt. Du kannst diesen Film nicht ändern, sondern es geht gerade genau um den Punkt, den du erklärst. Du wirst es in deinen Alltag integrieren müssen und wie du das machst, das ist deine Aufgabe. Beim Bügeln, beim Wäschewaschen, beim Putzen. Ich versuch's auch. Jetzt hau doch ab, das weiß ich, da passieren dann 10 Sachen auf einmal, er kotzt, der andere, was weiß ich, schmeiß den Teller runter, dann kommt der Mann rein und fragt, was gibt's halt zu essen, da denke ich mir so, und jetzt möchte ich mich gerne Luft auflösen. Ja. Das bringt mich halt wieder voll raus, aber das sind seltene Momente, Gott sei Dank, also weißt du. Aber ich habe immer so das Gefühl, man schafft es nur, so dieses Sein zu leben, wenn man allein für sich irgendwo in den Wald geht, sich in einer Höhle versteckt und dort sitzt
Und Nee, nee. Das würde sich ja schon wieder auf die Idee beziehen, dass du eine Figur im Film bist. Und deswegen. mich von allem anderen trennen, gell? Genau. Also, das wird gelingen. Guck mal, ich sag mal zum Beispiel, Chantal hat mir einmal geschrieben: Manchmal habe ich so Momente, wo ich einen Teller in der Hand habe, in die Küche gehe und dann denke ich auf einmal, wer geht da überhaupt gerade in die Küche? Also das passiert einfach. Wachstum kannst du niemals stoppen und du kannst dir egal welchen Gegenstand in deiner Welt angucken. Im Verlauf der Zeit geschieht was mit diesem Gegenstand oder mit diesem Lebewesen oder was auch immer. Es ist alles perfekt. Es ist alles perfekt und es wird sich alles zu diesem Punkt hin entwickeln. Ganz von alleine, so wie sich jedes Ding an diesem Punkt entwickelt hat, wo es jetzt ist. Mögen das Millionen oder Milliarden von Jahren sein oder vielleicht nur 6.000.